Und hier sind wir wieder mit eurem Lieblingsreisemagazin. Heute erlebt ihr, wie aus Gästen Gastkünstler werden. Die Familie Müller war an Bord. Dann eine Reise vor Madagaskar mit großartigen Bildern. Und zum Schluss gibt es richtig leckere Burger. Viel Spaß! Wir freuen uns immer, wenn unter unseren Gästen richtige Talente sind. Und manchmal haben wir richtig Glück, da gibt es eine ganze talentierte Familie, die Fiddling Millers zum Beispiel. Und was die an Bord gemacht haben? Die Idee, dass wir zusammen spielen, gibt es eigentlich schon seit sie alle spielen. Ich mache das beruflich, aber die Kinder spielen seit sie 3 und 4 Jahre alt sind. Dass wir zusammen spielen, das hat sich so seit 7, 8 Jahren dann entwickelt. Ich denke, wir sind auch zusammen mit Leuten aufgewachsen, bei denen es sehr ähnlich ist. Wir sind auch in einer musikalischen Schule, wo eigentlich alle Instrumente spielen. Also ja, es ist schon normal. Und wie die Kinder einfach alles nachmachen, wollten sie ziemlich schnell, kaum konnten sie laufen, eine Geige in die Hand. Ich habe angefangen mit Violine zu spielen und dann irgendwann kam die Idee von meiner Mutter, ich könnte Viola ausprobieren, weil es ein bisschen tiefer ist und sie hatte das Gefühl, das gefällt mir vielleicht besser. Und dann habe ich das angefangen, das hat mir sehr gut gefallen. Und in der ersten Primarschule habe ich dann angefangen, Klavier zu spielen, weil ich an dem Musikschultag ging ich alle Instrumente ausprobieren und das Klavier hat mir am besten gefallen und dann habe ich das auch noch begonnen. Also ich denke, auf so einer großen Bühne wie hier ist man immer ein bisschen nervös, also muss auch so sein. Die dürfen sich auf einen Mix von poppigen Songs, aber die alle kennen eigentlich freuen, auf einen bunten Mix und verschiedene Besetzungen. Das ist ein bisschen tricky heute Abend. Wir haben 2er-Besetzungen, wir haben große Besetzungen, wir haben mit 9 Musikern zusammen geprobt das erste Mal und das ist natürlich super. Klasse. Ja, wir wollen natürlich, dass alle eine gute Show genießen können und dass alle uns in guter Erinnerung behalten. Also sind wir schon nervös und haben schon große Ansprüche, hier etwas Gutes zu liefern. Ich bin Diana und ich spiele heute Abend Violine. Ich bin Joel und ich spiele heute Abend Viola und Violine. Ich bin Vivian und ich spiele heute Abend Violine und Klavier. Ich heiße Tobias und ich spiele heute Abend Viola und Klavier. Ich bin Katalin. Und ich spiele heute Abend Violine und Viola. Ich bin der Roland, der Papa, der größte Fan der Familie und höre heute Abend zu. Ganz tolle Musik halt, ne? So richtig so gemerkt, die Emotionen, die da wirklich drin waren und man war richtig geflasht halt. Also besser geht's nicht. War Sensation. Also man hat Gänsehaut bekommen und also total emotional. Wunderschön. Wir hier in Deutschland bereiten uns ja jetzt auf den Herbst vor und es wird langsam kühl und ungemütlich. Da habe ich mir gedacht, dann bringe ich euch doch mal die schönsten Sonnenbilder von einem Ausflug auf Madagaskar mit. Nach Nosy Be geht es, eine Insel vor Madagaskar. Und das letzte Bild, das letzte Sonnenbild, Urlaubsbild, was ihr auf eurem Handy habt, das könnt ihr heute hier unten drunter posten. Und jetzt viel Spaß bei den Bildern. Aber Nosy Be, eine große Insel, hier in Kleininsel. Und jetzt wir gehen nach Lostum. Jetzt sind wir am dritten Traumstrand und zwar auf Madagaskar in dieser wunderschönen Bucht. Wir haben Lemuren gesehen, mitten in der freien Wildbahn, ein Chamäleon. Ja, und jetzt gehen wir baden. Toller Ausflug, super.
wunderschön hier, das muss man mal gesehen haben. Traumhaftes Paradies, ganz toll. Super Ausflug. Unser Primetime-Magazin-Team war neulich an Bord der Ida Nova und da haben wir uns gedacht, da testen wir all die schönen Restaurants mal. Ganz oft sind wir bei Best Burger hängen geblieben, weil das wirklich unglaublich lecker war. Von dem Burger her, von den Patties her und bis hin zur Soße. Und das gibt's jetzt auch auf anderen Schiffen, zum Beispiel der Ida Mar. Guck mal. I'm a hungry man, that's what I am. I'm a hungry man, that's what I am. Ich freue mich total, hier in unserem neuen Restaurant zu sein auf Aida Mar im Best Burger of Sea. Und was macht einen guten Burger aus? Natürlich die Frische. Das heißt, hier wird alles wirklich frisch produziert, ganz frisch gebraten. Die Burgerbrötchen werden ganz frisch gebacken von unseren Bäckern. Es ist wirklich ein Traum. Ich würde sagen, kommen Sie und genießen Sie. Die Burger schmecken wunderbar. Meine Kinder gefällt es super. Hatten zwei Cheeseburger gehabt und einen Chicken Burger gehabt. Also wie gesagt, die Kinder sind begeistert. Es war sehr lecker gewesen. Wir hatten einen Lachsburger gehabt, beide. Ziemlich cool an dem Konzept hier ist, dass wir uns das Brötchen selbst dazu auswählen können. Super, dass es den Best Burger jetzt auch hier gibt. Wir kennen ihn schon von der Nova und wir sind total begeistert. Super, weiter so. Für meine Familie und mich geht's bald wieder los auf AIDA. Keine 4 Monate mehr und wir können es kaum erwarten. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie es bei AIDA ist, was alles angeboten ist, wohin die Reise geht, dann geht ihr ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Teneriffa. Als nächstes besuchen wir Fuerteventura und Lanzarote. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und nicht vergessen, hier unten drunter packt ihr jetzt das letzte AIDA-Bild, was ihr auf eurem Handy gespeichert habt. Viel Spaß bis zur nächsten Woche. Just please don't say you love me. I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that.